Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Mini Craft Attack. Und diese Folge möchte ich vielleicht dann doch nochmal eventuell ein paar Level farmen, weil wir es halt benötigen und da geht halt nicht anders. Und heute habe ich auch wieder ein kleines Thema am Start. Jetzt eigentlich wieder zwei eigentlich, ein etwas kleineres Thema und vielleicht ein etwas größeres Thema. Das erste Thema ist, und zwar, ich habe jetzt die beiden Projekte Minecraft Exit am Laufen und City Survival, und ich wollte das ja dann auch Exit habe ich ja damals mal gesagt, ich würde schon täglich bringen, aber das hat nie so geklappt, weil manchmal der Server nicht online war oder was auch immer. Und ja, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich mache das alle zwei Tage, das Projekt. Und dann ist auch noch City Survival. Und habe ich mir gedacht, weil ich City Survival möchte ich auch oft bringen, also eigentlich auch täglich oder so machen. Und habe mir gedacht, Minecraft Attack bleibt täglich. Und Hexit und City Survival, ja, wie sagt man das jetzt, wechseln immer jeden zweiten Tag, also immer abwechselnd, ne? Zum Beispiel heute in der Folge, heute am Donnerstag am City Survival, morgen kommt dann Hexit, dann sagen wir City Survival, am Sonntag geht's ja Hexit und am Montag der City Survival und so weiter halt, ne? Und die wechseln nicht immer ab. Und Minecraft Attack, dann bleibt natürlich noch täglich, ne? Aber zu Minecraft Attack. Ich habe irgendwie in der Skype-Konfi erfahren, dass die auf diesem Server hier irgendwie was anderes machen wollen, irgendwie mit Mods oder so, glaube ich. Und deshalb wird der Server einfach nicht mehr so auf online sein. Und ich weiß nicht, wie lange ich das Projekt noch täglich machen kann. Vielleicht ist es dann morgen dann doch die letzte Folge, die täglich kommt, weil ich glaube, die wollten morgen damit anfangen, 16 Uhr, glaube ich. Und wenn ich das um 15 Uhr aufnehme, dann kriege ich das gerade noch so hin, heute Morgen aufzunehmen. Ich weiß aber noch, wann ich dann Samstag aufnehmen kann. Vielleicht wische ich dann immer so eine schöne Zeit dann täglich. Aber mal sehen, ich weiß echt nicht, wann der Server dann immer online ist. Aber wenn wir das Projekt dann machen wollen, dann machen wir das natürlich dann auch. Also ich will jetzt nicht sagen, die dürfen das nicht machen. Was ja auch, also mir Server nicht oder Server ja auch nicht, sondern der Leiter gehört ruhig der Server. Und wer das machen möchte, dann soll das natürlich auch machen. Aber ich weiß halt echt nicht, wann der Server dann online ist und wann ich dann aufnehmen kann. Und ich würde sagen, also ich würde sagen, dann geht Minecraft Attack auch langsam schon dem Ende zu. Was natürlich einfach schade ist, weil das Projekt natürlich jetzt auch lange ging. Und seit dem 2. September, genau. Und natürlich auch schade, wenn das jetzt vorbeigeht, aber Freunde, ich habe mir gedacht, weil Minecraft Attack mal so schön ankommt, habe ich mir einfach was überlegt, und zwar, meine Freunde, es gibt ja die Map zum Download, ich glaube, die gibt es jetzt auch zum Download. Ich habe ja gefragt, wenn das Projekt dann vorbei ist, so, wenn man keinen Bock mehr hat, dann gibt es die Map zum Download und ich lade mir dann gleichzeitig auch runter und werde die einfach am Singleplayer weiterspielen, auch wieder dann täglich. Ganz normal halt, ohne dass ich mir, also ich werde das ganz normal weiterspielen, aber halt ohne andere Mitspieler, ja. Und ja, ohne Aufnahmen oder so mehr, weil ich bin halt alleine in diesem Projekt dann halt. Aber ja, irgendwie ist ganz gut so. Und ich werde das einfach dann einfach offscreen, also nicht offscreen, ja. Einfach im Singleplayer einfach dann weiterspielen, also Gott, was ist heute wieder los hier? Im Moment dann ist es ja immer noch, dass andere Leute mitspielen, zum Beispiel Smart Storms. Also einfach auf einem Server im Moment. Aber wenn das Projekt dann wirklich mal zu, vorbeigehen sollte, dann ist es für mich natürlich noch nicht vorbei, weil mir, also bei mir das Projekt auch. Moment, oh mein Gott, dieses Moment schon wieder heute, ey, das ist heute schon wieder los. Aber Minecraft Attack im Moment mal wieder viel Spaß macht. Und ich
dann schon doch Bock habe, auch weil ich noch andere Erfolge noch im Laufen habe. Zum Beispiel, ich möchte noch Rüstung alles verzaubern hier, in der Wusa steht noch an und so, halt in der Mansion das auch noch machen. Der Wassertempel. Und hier. Ach. Genau, hier. Hier ist am Dschungel. Ich am Dschungel. Okay. Wow. Oh. Uiuiui. Wie sieht's aber weiter, ey? Ist das so klar? Und, ja. Also, Minikopfdeck. Wir werden so lange laufen. Also, Minikopfdeck wird nicht unendlich jetzt laufen. Sondern. Bis ich einen Nachfolger gefunden habe für das Projekt. Ja. Bis ich dann noch ein Projekt habe, so. Was den. Was das einnehmen könnte, so halt, ne? Und, ja. Also, bis ich ein bisschen Nachfolge habe, was täglich dann kommt für das Projekt, ne? So. So, so. Hier schön. Ich weiß nicht, wann das Projekt vorbeigeht. Ich schaue mir gestern in der Konfusion an. Das geht auch schon, also anderes auf, also andere Sachen, die auf dem Server laufen lassen wollen. Typische Lichtbugs, ey. Und dann soll ich das natürlich auch machen. Ist auch kein Problem dann. Und, ja. Oh, mach den Songs. Gut, also wenn ich das aber machen, dann mit dem Mods, dann würde ich gerne machen. Ich weiß nicht, wie oft der Server dann online ist. Und ich werde ihn natürlich dann so oft aufnehmen, wie ich kann. Oh. Er läuft einfach nicht rein. Mann. So. Vielleicht ein Screenshot. So. Jetzt haben wir mitgenommen für die Level. Also wenn das bei euch dann vorbeigehen sollte, wenn ihr keinen Bock mehr habt, auf das rum zu switchen dann mit dem Server. Das brauche ich vorbei. Also eigentlich ist es eigentlich vorbei. Also ist eigentlich vorbei, wenn wir keinen Bock mehr haben. Also ich und die Kids. Wenn wir keinen Bock mehr haben, dann wird das Projekt halt komplett beendet. Und dann gibt's auch für euch halt auch die Map zum Download und diese Map Download werde ich dann auch dann runterladen, also die Map dann auch runterladen und dann einfach im Singleplayer weiterspielen, ganz normal täglich. Wie wir gewohnt waren und also sonst auch immer täglich halt. Nur halt ohne andere Mitspieler. Genau. So, jetzt habe ich's. Und ja. Hallo. Den Songs baut Kohle ab. Ach, gut, aber zu mir. Egal. Gut. Also, wir werden das mal wirklich dann täglich weitergehen. Eine Fackel. Das ist unglaublich. So, immer schön die Level einkassieren. Ist auch schon wieder fast Level 28. Schon mal sind so Schmier da. Das ist unglaublich. Naja. Also wenn ich will dann die Map dann zum Download nehmen. Also selber runterladen. Im Singleplayer weiterspielen. Die ganzen Sachen, die ich noch machen wollte, dann einfach im Singleplayer einfach machen. Und dann, das werde ich dann so lange mit dem Minikopfdeck noch weitermachen. Bis ich ein neues Projekt gefunden habe, zum Beispiel Minikopfdeck 3 oder so zum Beispiel. Jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt so geht. Auf jeden Fall cool, so Minikopfdeck 3. Mal sehen. Ob wann das kommt. Ich denke, es wird auch kommen mit Minikopfdeck 3. Vielleicht auch mit anderen Leuten. Mit neuen Gästen so. Ja.
Also Monkey zum Beispiel, der bleibt natürlich alle drin, so jetzt auch, und ja, mal sehen, Nico vielleicht auch noch. Aber vielleicht haben wir etwas neue, also neue Leute noch so drin im Projekt. Mal sehen. Also kommt. Ich werde auch natürlich darüber berichten. Und will dann sagen, das wäre es gewesen von dieser Folge Mini Graph Attack. Morgen die Folge wird dann noch ganz regulär kommen. Ich weiß nicht, ob die Folge am Samstag kommt oder am Sonntag bald. Ich weiß es nicht. Wenn der Server online ist, dann nehme ich das Video und mit YouTube. Mein Gott, was soll denn wieder los, ey? Mann. Leute, ich würde sagen, ich bin gerade müde. Also, ich weiß nicht, ob am Samstag oder so Folge noch täglich kommt. Das kann ich auch nicht sagen. Mal sehen. Gut, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren vergessen. Und tschüss.